Ja, auch von mir. Hallo an alle. Ja, zuletzt, was die Proteste gegen G7-Gipfel angeht, waren wir 2015 in Garmisch daran beteiligt. Ich versuche jetzt mich daran zu erinnern, so was gerade seitdem so bei uns in Erinnerung geblieben ist. Auf jeden Fall wiederholt sich die Geschichte. Also 2015 ging es darum, Sanktionen gegen Russland einzuführen. Es ging um die Ukraine-Krise. Das war der Hauptpunkt. Die Geschichte wiederholt sich, aber mit neuen Mitteln und Maßnahmen. Die Rolle Deutschlands ist heute zum Beispiel viel aggressiver, weil die internationale Situation sich verändert hat. Die weltweiten Krisentendenzen, zwischenstaatliche Konflikte nehmen zu. Genau aus diesem Grund hat die alte Politik der BRD vor allem basiert auf wirtschaftlichen und politischen Vermittlungen eigene Interessen durchzusetzen, funktionierte nicht mehr so ideal. Deutsche Konzerne fordern starke Gegenreformen wie Rente 70 oder 42 Arbeitsstunden neben all den Bedürfnissen für den Strukturwandel. Deutschland tritt aggressiver auf, um nicht in die zweite Reihe der imperialistischen Ordnung gedrückt zu werden. 100 Milliarden Sondervermögen, Waffenlieferungen, die EU-Osterweiterung und der Versuch, vom russischen Öl unabhängig zu werden, sind die einigen Beispiele der deutschen Politik seit der russischen Invasion. Ich möchte mit der Bedeutung von Sondervermögen beginnen, dessen Inhalt Clara auch geschildert hat. Es bedeutet zunächst eine Stärkung des deutschen Imperialismus, um seine Stellung in den Arbeitsmärkten und natürlichen Ressourcen auszuweiten und sie gegebenenfalls militärisch zu sichern. Deutschland sieht sich weltweit um nach neuen Rohstoffquellen, zum Beispiel in Mali, wo deutsche Militärpräsenz bereits existiert und mit dem neuen Beschluss um 400 Einsatzkräfte sozusagen vergrößert wird. Was gibt es in Mali? Dort gibt es Diamanten, Gold, Silber, Kupfer, Eisen und Lithium. Beim militärischen Ausbau geht es also vor allem darum, eine eigenständige deutsche Handels- und Außenpolitik in der Welt zu gestalten. Vor allem in dieser aktuellen Krisensituation. Die Investitionen in die Bundeswehr ist nicht in erster Linie für eine offene Auseinandersetzung mit Russland gedacht. Weder die Ampelregierung noch die stärksten Konzerne Deutschlands haben gerade ein Interesse an einem völligen, endgültigen Bruch mit Russland vollzuziehen. Deutschland ist immer noch stark abhängig von russischen Ressourcen, vor allem vom Gas, damit die deutsche Industrie wettbewerbsfähig bleiben kann. Deshalb war jeder Schritt von Olaf Scholz in Bezug auf Waffenlieferungen, Sanktionen, schwere Waffen zuerst zögerlich. Aber das macht ihn nicht zu einem Pazifisten. Das macht ihn zu einem Sozialchauvinisten, der sich gerade keinen Patzer leisten darf. Die Kosten für das Sondervermögen sollen der Meinung von Ampelregierung nach die Arbeiterinnen Massen tragen. Aktuell gibt es nicht so viel Auswirkung und Mobilisierungen und Demonstrationen und dagegen, obwohl diese gigantische Summe schon die Leute wachschütteln sollte. Die eigentliche volle Entfaltung dieser Wirkung von 100 Milliarden wird sich erst mittel- und langfristig zustande kommen, wenn weitere Kürzungen in sozialen Bereichen unternommen werden. Aktuell gibt es dieses Narrativ, dass Bundeswehr kaputt gespart wurde bisher und die Regierung den Auftrag hat, diesen miserablen Zustand zu beheben. Selbst die von Sparmaßnahmen betroffenen Kollegen glauben daran. Also ich bin Erzieher-Azubi und wir befanden uns in einer Tarifrunde Frühling und Anfang Sommer, und als wir auch unter Kollegen darüber gesprochen haben, dass für uns gerade kein Geld da ist und deswegen uns ein miserables Ende sozusagen erwartet, sagte die Kollegin auf meinen Hinweis, dass die Bundeswehr gerade viel so gigantische Budget bekommt, sagten sie auch, ja, Bundeswehr wurde bisher kaputt gespart. Aber es stimmt nicht. Allein in den letzten 20 Jahren wurden die Ausgaben für die Bundeswehr mehr als verdoppelt und aktuell liegt der Verteidigungsetat bei mehr als 50 Milliarden Euro. Die Ausgaben sollen weiter steigen, um dem 2%-Ziel von NATO nachzukommen. Eine weitere wichtige Diskussion aktuell ist die Inflation.
Die Inflation ist weltweit für hunderte Millionen Menschen eine Frage von Leben und Tod. Hierzulande trifft sie die Mehrheit der Bevölkerung. Viele können sich grundlegende Güter wie Energie, Lebensmittel, Transport und Wohnen kaum noch leisten. Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland haben die Krise der Ernährungssicherheit weltweit verschärft. Ein lang anhaltender Krieg in der Ukraine und die zunehmende Isolation der russischen Wirtschaft könnten die Preise für Lebensmittel, Gas, Strom und Düngemittel jahrelang hochhalten. Die bereits hohe, aber immer noch steigende Inflation ist eine Folge davon, weil es einen Angebotsschock gibt. Die Bundesregierung kam bisher allerdings mit einigen Reformen, ich würde sagen im Großen und Ganzen, die Bevölkerung stillhalten. Insbesondere die SPD, aber auch die Grünen bemühen sich um ein soziales Profil. 9-Euro-Ticket für Sommer, die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, das Entlastungspaket und die heutige Nachricht zum Beispiel, 219a, dass sie jetzt abgeschafft werden und obwohl sie limitiert sind eigentlich, treffen diese Ansätze auf eine positive Stimmung. Es geht darum, die imperialistischen Bestrebungen nach außen durch Ruhe im Inneren zu erkaufen. Und wir dürfen nicht in diese Falle tappen. Wie stabil ist diese Ruhe? Die Regierung, die bürgerlichen Medien und die Gewerkschaftsbürokratie finden angesichts der Inflation dieselbe Sprache, dieselben Worte. Sie behaupten, dass es eine Lohnpreisspirale droht. Das bedeutet, wenn die Arbeiterinnen Lohnerhöhungen fordern, um ihre Kaufkraft wiederherzustellen, in einer Phase der Inflation, reagieren die Unternehmen mit Preiserhöhungen, um angebliche Kosten zu decken. So. Es gibt aber keine Beweise dafür, dass die Lohnerhöhungen determiniert sind, zu einer höheren Inflation führen zu müssen. Vielmehr haben wir mit einer Tendenz zu tun, dass die bisherigen Tarifrunden in allen Bereichen mit einem Reallohnverlust endeten. Und die Kaufkraft der arbeitenden Bevölkerung sinkt. Die Tarifrunden im Sozial- und Erziehungsdienst, Stahl- und Eisenindustrie und bei Telekom endeten für Arbeiterinnen mit Reallohnverlust, obwohl Telekom zum Beispiel so viele Gewinne gemacht hat wie seit 16 Jahren nicht mehr und die Stahlkonzerne wie zum Beispiel ThyssenKrupp gerade Rekordgewinne machen. Ausnahmefall ist bisher der Streik an den Seehäfen, wo Verdi einen tatsächlichen Inflationsausgleich fordert, da sie in diesem Sektor stark traditionell und stark verankert ist und die Hafenarbeiterinnen angesichts ihrer strategischen Position auch einen härteren Kampf leisten können. Genau, die Konzerne machen aktuell Rekordgewinne und wir Verbraucherinnen, Arbeiterinnen, die gerade auch sich Sorgen machen wegen explodierten Wohn- und Mietpreisen, wir müssen schon versuchen, diese aktuelle Diskurse, diese aktuelle Diskussionen noch mehr zu verstehen und intervenieren vor allem, nicht passiv beobachten. Es gibt eine Diskussion über Übergewinnsteuer gerade, ausgebrochen von diesem Patzer, dass aus dem Tankrabatt sozusagen die Konzerne die Möglichkeit gesehen haben, noch weiter Profite zu machen. Aber die Regierung will nur einen winzigen Anteil von diesen Profite besteuern, was dazu führt, dass die Krisenprofite verschleiert bleiben. Natürlich für Übergewinnsteuer, aber verallgemeinert und nicht symbolisch kosmetisch. Wenn es aber um Arbeiterinnen geht, sind die Maßnahmen härter. Scholz will angesichts der Inflation die konzertierte Aktion einberufen, um die Inflation scheinbar einzudämmen. Was bedeutet die konzertierte Aktion? Es geht darum, dass die Regierung, Arbeitgeberinnenverbände und Gewerkschaften zu einem Verhandlungstisch kommen, um die Gewerkschaften dazu zu bringen, dass sie keine Lohnerhöhungen fordern. Die Regierung tritt sehr eindeutig auf der Seite von Bosse auf. Dementsprechend wird eine Obergrenze für Lohnerhöhungen festgelegt, um angeblich das Preisniveau zu stabilisieren. Und das Vorbild für Scholz und Konzerne ist das Ergebnis in der Chemieindustrie, wo die IG BCE eine Einmalzahlung in Höhe von 1.500 Euro akzeptierte und dafür auf die tarifliche Lohnerhöhung verzichtete. Das ist für die Konzerne
Ja, ein Segen des Gottes. Auf diese Weise wollen die Arbeitgeber und Verbände die Tariflöhne überall niedrig halten. Die konzertierte Aktion ist damit eine Einschränkung der Gewerkschaften und ihrer Tarifautonomie. Dieses ganze Theater wird vorgeführt, damit wir Arbeiterinnen dazu gebracht werden, für ihre Krise zu zahlen. Und wie reagiert DGB darauf? Die Vorsitzende Yasmin Fahimi, die auch im SPD-Parteivorstand Mitglied ist, erklärt sich bereit für eine konzertierte Aktion. Die heutige Lage zeigt erneut, dass die Verschmelzung zwischen der SPD und der Gewerkschaftsbürokratie eine Hürde vor dem Erfolg von Arbeitskämpfen darstellt. Das relative Stillhalten von DGB-Mitgliedsgewerkschaften sowohl in Bezug auf Inflation als auch auf das Sondervermögen lässt sich nur dadurch erklären. Bürokratinnen in der Gewerkschaft halten ihrer Regierung den Rücken frei. Dieser Zustand ist allerdings für uns kein Grund, um die Gewerkschaften zu verlassen. Wir wollen sie zu aktiven Kampforganen der Arbeiterinnen umwandeln. Linke Organisationen tun immer noch zu wenig, um den Arbeiterinnen, die sich in Arbeitskämpfen befinden, den Rücken zu decken. Und dabei spreche ich auch aus praktischer Erfahrung. Der Kampf von Hafenarbeiterinnen in Hamburg, Bremen und an weiteren Häfen ist meiner Meinung nach ein Vorbild für die Arbeiterinnen aus den anderen Sektoren, wie sie sich in der Inflation zu verhalten haben. Keine Rücksicht auf die Profite der Konzerne, die Interessen von Arbeiterinnen haben Vorrang. Und deswegen, wenn die TVD-Runde Anfang 2023 für uns gerade ansteht, müssen wir schon ein Programm entwerfen, um einen tatsächlichen Inflationsausgleich auch dort zu erreichen. Und wir setzen uns schon dafür ein, diesen Kampf auch vorzubereiten. Welche politischen Kräfte gibt es sonst, wenn wir so ein Panorama haben vor Augen, um gegen die Pläne der Ampelregierung vorzugehen? Die Linkspartei, sie ist in der tiefsten Krise seit ihrer Geschichte. Und zu Recht. Sie verliert Wählerinnen an SPD und Grüne, weil sie sich in ihren Reformansätzen von reformistischen Parteien wie SPD und kleinbürgerliche Parteien wie Grünen etc. nicht besonders unterscheidet. Wir sehen, dass die Entwicklung der Linkspartei kontinuierlich nach rechts aussieht. Sie hat traditionelle antimilitaristische Forderungen zur NATO, zu Waffenlieferungen und Sanktionen aufgegeben, auch wenn sie richtigerweise sich gegen das Sondervermögen gestellt hat. Die Krise der Linkspartei liegt in ihrer Strategie. Sie setzt Regierungsbeteiligung voraus, um überhaupt wirksam zu sein. In den Landesregierungen, an denen sie beteiligt ist, sehen wir aber keine Umsetzungen der Forderungen von sozialen Bewegungen, sondern im Gegenteil, dass sie zurückgestellt werden. Erinnert euch an Deutsche Wohnen-Enteignungskampagne. Genossinnen aus Berlin sind dabei, sie können das auch bestätigen. Dass es eine Massenmobilisierung gab und über 1 Million Stimmen für die Enteignung der Immobilienkonzerne, die mit dem Leben und elementaren Wohnrecht von Massen spekulieren. Doch die Linkspartei hat zugunsten der Position im Berliner Senat diese Forderung zurückgestellt. Sie hat Proteste auf den Straßen umgeleitet in die Institutionen. Währenddessen machen die Spekulantinnen nach wie vor hohe Gewinne. Die Linkspartei steckt in einer tiefen Krise. Die Marxistinnen dürfen ihre Kraft nicht damit verschwenden, diese staatstragende und reformistische Partei zu heilen, die in entscheidenden Momenten sogar ihre eigene Basis den Rücken gekehrt hat. Die Erfahrungen hierzulande zeigen, dass keine der etablierten Parteien uns repräsentiert. Der Kapitalismus aber bereitet uns auf ein Jahrhundert vor, in dem neue Pandemien, Massenflucht, Wirtschaftskrisen, große Kriege, Hungersnöte, Besatzungen, Dürren, menschengemachte Katastrophen als Bestandteile der Gesellschaft normalisiert werden. Die kapitalistische Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und der Lebensbereiche von Tieren löst sozusagen einen Boomerang-Effekt aus. Im Rahmen des Kapitalismus deswegen eine Zukunft ohne Pandemie, ökologische Katastrophen ist Illusion.
Aber ein sozialistischer Weg ist möglich und notwendig angesichts der drohenden Krise. Es gibt allerdings auch hierzulande wegen den Erfahrungen mit den stalinistischen Bürokratien an der Macht die Skepsis, eine große Skepsis. Kann Sozialismus wieder Lokomotive der Weltgeschichte sein? Der Stalinismus war reaktionär. Er konnte keine Lokomotive sein. Er war hemmend, Todesgräber. Er hat Arbeiterinnen ihre politische Macht entzogen. Unser Sozialismus basiert auf den Organen der Arbeiterinnenklasse, die wir Räte nennen. Natürlich basiert unser Sozialismus ist nicht national borniert, bürokratisch und monolithisch. Unser Sozialismus basiert auf der Planwirtschaft, doch nicht zugunsten einer bürokratischen Kaste. Die Planwirtschaft ist angesichts der Klimakrise unverzichtbar, wie Clara das ausgeführt hat. Die Überproduktion im Kapitalismus steht im Widerspruch zur ökologischen Nachhaltigkeit. Das kapitalistische Verhältnis zur Natur, als wären die natürlichen Ressourcen unendlich, hat die Erde und die Atmosphäre in diesen alarmierenden Zustand gebracht. Wir müssen über den Kapitalismus hinausblicken können. Es sind drastische Maßnahmen notwendig und es braucht einen demokratischen Plan der Wirtschaft, damit die tatsächlichen Bedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung garantiert werden kann. All dies, weil wir zum Aufbau einer revolutionär-sozialistischen Partei in Deutschland beitragen wollen. Diese Partei wird allerdings erst aus den Kämpfen der Arbeiterinnenklasse und unter fortschrittlichen kämpfenden Sektoren entstehen. Sie muss dafür einen politischen Kampf mit all den sozialpartnerschaftlichen, bürokratischen, chauvinistischen Cliquen innerhalb der Arbeiterinnenklasse führen, die uns leben. Arbeiterinnen brauchen keine Vermittlerinnen, die uns als Klientinnen betrachten, die davon ausgehen, wir könnten nicht sprechen, wir können nicht selber handeln. Die DGB-Bürokratie als Apparat von privilegierten Funktionären basiert einzig und allein auf dieser Vermittlung zwischen Bossen und Arbeiterinnen. Streikdemokratie wird nicht in den Kämpfen gelebt. Die Arbeiterinnen werden nicht in den Entscheidungen mit einbezogen durch Streikversammlungen, die über den Verlauf der Arbeitskämpfe entscheiden sollen. Vor allem deshalb gibt es ja auch faule Kompromisse. Nicht, weil es wenige gewerkschaftliche Organisierte gibt, wie so immer wieder so. Nach jeder Tarifrunde höre ich immer dieselben Argumente. Ja, dann müsst ihr mehr in die Gewerkschaften reingehen. Ja, wir müssen in die Gewerkschaften reingehen, aber nicht, um der Bürokratie seine Manövriermasse hineinzuführen, sondern der Bürokratie auch unter Druck zu setzen, sie zu bekämpfen, damit die Arbeitskämpfe nicht zu faulen Kompromissen enden, sondern zum Ende geführt werden. Wir nehmen diesen Zustand nicht hin. Wir sind nicht überzeugt davon, dass die faulen Kompromisse naturgemäß determiniert waren. Das sind die Ausdrücke der Wille von Bürokratie, die als Fakt verkauft und durchgesetzt werden. Wir organisieren uns an der Basis unserer Gewerkschaften in den Betrieben, Schulen und Universitäten und auf der Straße, unabhängig von Staat, Konzernen und Bürokratien. Wir haben eine Online-Zeitung aufgebaut, die ein Sprachrohr der Arbeiterinnen, prekären Jugendlichen, kämpferischen Sektoren, der Frauen, der Migrantinnen, der LGBTQI sowie der Geflüchteten sein soll. Klasse gegen Klasse soll dazu beitragen, marxistische Ideen in diesen Sektoren zu verbreiten. Ich möchte euch alle dazu einladen, mit uns an diesem Projekt mitzuwirken. Wir halten es für dringend notwendig, gemeinsame politische Initiativen zu ergreifen. Und dabei spreche ich auch konkret diejenigen Organisationen an, auch die hier anwesend sind. Um in den Klassenkampf zu intervenieren, aber auch in den kommenden Jahren auf der Wahlebene eine Alternative zur Linkspartei aufzubauen. In Frankreich zeigen die Genossen von Saint-Permanent aktuell, wie Pierre auch ausgeführt hat, dass mit dem Klassenkampf im Mittelpunkt und einer Bürokratie von, nicht Bürokratie, einer Brücke von den Streiks zu den sozialen Bewegungen es möglich ist, eine neue sozialistische Tradition zu etablieren, die über den Reformismus hinausgeht. Lasst uns in Deutschland gemeinsam diesen Schritt wagen.
vielen, vielen lieben Dank an alle RednerInnen für die interessanten Inputs.